Hallo, es ist wieder Zeit für unsere allseits beliebte Dookie-Box. Ich muss ja gestehen, dass ich auch diesen Monat mich etwas schwer getan habe mit der Probenauswahl. So, das Hauptprodukt für alle ist von Nail Hand Feed Just Wipe, ein Silky Nail Whitener, also ein aufhellender Nagellack sozusagen. Da ich keine Probleme habe mit Nagelverfärbung, werde ich den vermutlich schlicht und ergreifend als Unterlack benutzen und mir davon nicht allzu viel versprechen. So, das Einzige, worüber ich mich wirklich gefreut habe, ist diese Probe von Alterna, und zwar das Candy Oil. Das war ja schon mal ein Bruchstück des Monats bei mir. Ich sehe hier gerade eine Hubschrauberstaffel langfliegen, sehr interessant. Ihr werdet es vermutlich auch gleich hören, denn sie sind ziemlich laut. Weiter im Text. Also wie gesagt, Bruchstück des Monats. Ich kam also nicht wirklich in die Verlegenheit, es richtig auszuprobieren und freue mich daher umso mehr, dass sie jetzt netterweise eins mit reingepackt haben. Da sind 25 Milliliter drin und das kann man eben wie eine Leave-In-Spülung benutzen, also wie ein Leave-In-Conditioner, sprich ins feuchte Haar einsprühen und dann auch nicht mehr auswaschen. So, dann habe ich mir aus der Biotherm Om-Reihe das Aqua Power Gel eingepackt. Ich bin immer noch nicht ganz schlüssig hier. Gesichtspflege. 20 Milliliter. Ich war nämlich das ist ja immer mitten in der Nacht und da funktioniert mein Hirn noch nicht so richtig. Deswegen dachte ich mir im Nachhinein, Sekunde mal, wenn da 20 Milliliter drin sind, dann ist das wahrscheinlich keine feuchtigkeitsspendende Tagespflege, sondern ein Reinigungsgel, weil ich natürlich nicht die Info gelesen habe. Aber es ist Gott sei Dank eine Gesichtspflege. Ja, und ich finde ja auch nett, dass die Herren dann irgendwie gleich so eine schöne stattliche Größe bekommen. Ne? Deswegen habe ich das ja für mich alleine eingepackt. Ne? Es ist ja ziemlich egal, ob für Männlein oder Weiblein. Pflege ist Pflege. Und die für Männer sowieso dann für uns Frauen, glaube ich, noch wirksamer. So, hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Weil mehr Wirkstoffe, weil Männerhaut dicker und deswegen la la la. Ne? So, dann von Lancaster die Oxygen Flash Mask mit 15 Milliliter. Davon habe ich hier schon ein Stück in der Gegend rumdümpeln und dachte mir so, ach, was soll's, kommt das halt noch mit, weil wie gesagt, der Rest hat mich schlicht und ergreifend nicht angesprochen. Und das nächste Verlegenheitsding von I Love Mango und Papaya, Bubble Bath und Shower Gel. Da dachte ich mir, Mango und Papaya klingt ja zumindest so, als könnte mich die Duftrichtung irgendwie interessieren. Ein sehr kleines, zwergig 36 Milliliter Pröbchen, aber was soll's. Kommt dann halt irgendwie ins Reisegepäck. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Es gab ja wohl irgendwie noch drei Parfümproben. Ich bin ja sehr froh, dass ich wenigstens nicht so auf dem Parfüm-Miniaturen-Sammeltrip bin. Das wäre dann, glaube ich, auch echt langsam zu viel des Guten. Dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und bis bald. Tschüss.